Sziasztok srácok, sziasztok lányok! Üdvözöllek titeket egy kifejezetten különleges helyszínről és egy kifejezetten különleges vendéggel, vagyis pontosabban ma igazából én vagyok a vendég, hisz itt van velem jó barátom Vili. Hey, mein Lieber! Hey, alles gut? Alles klar? Akit hát az Instagramról ismerhettek, hiszen a streetwear világ, ha nem legismertebb, de biztos az egyik legismertebb karaktere az Instagram világában, elképesztő outfiteket rak össze, beleviszi a saját személyiségét, nagyon különleges stílusa van, folyton mosolyog. Ich glaube, deine Persönlichkeit widerspiegelt die Wertigkeit der deutschen Sneaker- und Modekultur. Also, ja, vielen Dank, dass du uns hier empfängst. Schön, dass ihr euch die Zeit nimmt. És a kis otthonában fogadott, és megmutatjuk nektek, hogy mi is rejlik az ő szekrényében, gardróbjában, ami, hát most mondhatom, hogy egy külön kiadás lesz, hiszen egy elképesztő mennyiségű ruha van itt körülöttünk, és ő is kacag, mert du hast es nicht verstanden, was ich gesagt habe, ich glaube, du hast dich ungefähr denken können. Ja, genau. Also erstens danke, dass du mich und uns hier in deiner Wohnung und in deiner Garderobe jetzt empfängst. Immer gern, immer gern. Und ja, lass mal ein bisschen sehen, was du hier drin hast. Also ich glaube, wir könnten über diesen Inhalt stundenlang reden. Ja, wahrscheinlich schon. Aber lass einfach schauen, was so deine Top-Picks sind, deine Lieblingsware. Sehr gerne. Ja, wie du siehst, also mittlerweile habe ich sehr viel, fast nur noch Nike. Ich trage relativ wenig Adidas. Du siehst hier immer nur so ein paar Yeezys so. Aber natürlich ganz klar, auch ich, absoluter Favorit momentan, Jordan 1. Davon habe ich sehr viele Paare. Einer meiner letzten Pickups ist der New Beginnings sozusagen. Aha. Das war dieses Pack, kannst du dich erinnern, wo der mit dem Airship rauskam. Großer Fan von dem Schuh, sehr relativ clean, den trage ich sehr gerne. Ja, die Airship-legende ist auch wirklich interessant, hogy aki ugye nem tudná, van egy olyan teória, hogy tulajdonképpen mindenki ismerjük azt a sztorit, hogy a Jordan 1-est kitiltották az NBA-ből a színei miatt. Van egy ilyen legenda, hogy az Airship volt igazából az, ami el lett tiltva, és a Jordan brand pedig az 1-es Jordanre húzta fel ezt a sztorit, mert így izgalmasabb volt, jobban eladható volt a cipő. És ez egy olyan pak volt, hogy ez így közösen jött ki. Okay, also zurück zu dir. alles gut. Ja, genau, also wie ihr seht, hier verschiedene Jordans. Habt ihr den Fragment, dann die ganzen Off-Whites. Hier oben ist noch der Travis. Den mag ich auch sehr gerne. Das ist der Union Los Angeles. Der, mega cool. Der OG Colorway. Genau. Super cool. Kannst du gerne mal in die Kamera zeigen. Genau, das ist halt so mein Fokus-Schuh dieses Jahr. Natürlich neben dem Dunk. Ich habe sehr viele Dunks mittlerweile. Ich habe früher nie Dunks getragen, tatsächlich. Habe mich auch nie für den Schuh interessiert, also bin da tatsächlich ein Opfer des Hypes. und von all den Releases dieses Jahr ist auf jeden Fall der Travis Dunk einer meiner Favoriten, weil... Die Laces noch sehr interessant. Ich finde das ganze Bandana-Muster dran sehr, sehr schön und sehr cool. Also für mich ist der auch der speziellste Travis Williams von allen Paaren. Ja, voll. Und das Geile ist bei dem wenn du den skatest und runterrockst, hat er ja so einen Second Skin drunter. Ne? Also hat er so wie so eine Art anderes Material nochmal. Sehr, sehr schöner Schuh. Der Schuh, mit dem ich auch so ein bisschen sehr viel Geschichte verbinde, ist tatsächlich der Flown Air Force One. Sieht man auch relativ selten, glaube ich. Sehr, sehr selten. Speziell, weil das ja auch eine Kollabo ist, das dann abgebrochen wurde zwischen Nike und Villon. Ugye, aki nem tudná, ez tulajdonképpen az ASAP előadói és művészi egyvelegnek a márkája volt, és egy nagyon-nagyon sikeres kollab volt, óriási sorban ellások voltak a release-nél Londonban is például, és utána pedig a nagy siker után hirtelen félbeszakadt ez az együttműködés, amikor kijött egy videó, ahol maga a tervező, A$AP Barry egy lány szexuálisan zaklat, és utána így ez így félbeszakadt, és hát ugye növelte is még ez a cipő értékét, akármennyire ironikusan is. Das Material ist auch wirklich wahnsinnig. Ja, das ist wahnsinnig. Das ist auch komplett anders als jeder andere Air Force, den du kennst. Ne? Und ja, da habe ich auch schon viele Leute geschrieben, ob ich den verkaufen will und so, aber der bleibt trotzdem bei mir. Ja. Ich finde eigentlich so Schuhe mit schwarzer Sohle schwierig. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich mag zum Beispiel schwarze Sohlen bei Schuhen gar nicht. Ich trage eigentlich sonst immer weiße Sohlen, aber bei dem ist es halt echt so eine Ausnahme. So, ne? Geiles Ding. Ja. Also ich meine, wenn wir jetzt auf dieses Paar anschauen, es hat einen Resell-Wert. Ich weiß jetzt gar nicht, was das aktuellste ist, aber sicher von mehreren Tausenden Euro. Ja. Ja, also das ist eine L5. Also ich würde mal schätzen, wenn du den neu kaufst, so 2.500-3.000 Euro, würde ich mal schätzen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel, was für ein Prozentanteil von diesen Paaren kommt dann tatsächlich aus Retail und aus Resell? Tatsächlich mehr Retail als Resell, weil
ich natürlich das Glück habe, ein bisschen bekannt zu sein hier in Deutschland. Also, und ich kenne natürlich nur noch viele Stores, Store-Manager und so. Und wenn jetzt ein neuer Release ansteht, gerade bei den Dunks, dann schreibst du halt so, ja, wie sieht's aus? Und ich bin aber auch immer so ein Mensch, ich sag so, ich will nichts geschenkt haben, sondern ich will irgendwie nur, dass ich den kaufen kann, und dass ich jetzt nicht mich irgendwo anstellen muss oder so. Da bin ich nämlich nicht der Typ für. Ja, und deswegen kriege ich fast alle Schuhe, sag ich mal, für Retail. Das ist super. Den zum Beispiel habe ich mir im Resell gekauft, den bei StockX, weil ich den einfach mega geil fand. Ja, ist aber sehr, sehr schön. Aber grundsätzlich, ja, also das, was du hier siehst, sage ich mal so 80% Retail und 20% Resell. Und wie sehr schaust du dann auch auf die Resell-Preise? Also kommt bei dir bei einem Schuh eher das Aussehen in den Vordergrund oder schaust du schon manchmal auf die Preise und auf den Wert und den Hype? Ja, na klar, auf den Hype als allererstes, ne? Weil das ist die Kids und die Leute, die mir folgen, warten ja irgendwie so drauf, dass ich immer die neuesten Schuhe trage. Oder jetzt zum Beispiel auch, jeder fragt mich jeden Tag, ja, wann kommt ein Outfit-Vorpost mit dem Air Dior und, okay. und dies und das. Und den hatte ich ja lustigerweise wirklich gewonnen, zufällig. Das ist auch ganz lustig. Mega. Aber ja, also grundsätzlich geht es mir eigentlich darum, dass mir ein Schuh selber gefällt und deswegen kaufe ich mir auch oft genug Schuhe, die jetzt nicht so super krass gehypt sind. Zum Beispiel hier, das ist halt ein ganz gutes Beispiel dafür, das ist ein super spezieller Schuh, das ist dieser Cactus Blend Flea Market Blazer, den du als ID machen konntest. Ja, den habe ich, also. Ja? Okay. Ja, genau, dann weißt du ja, was ich meine, ne? Der war zwar auch cool. schnell sold out, aber trotzdem trägt den ja jetzt keiner mehr auf Fotos oder so, ist ne? true. Aber der ist so speziell und so geil, sowas stehe ich dann halt auch. Oder was mir jetzt auch noch hier aufgefallen ist, die Nice Kicks NMDs zum Beispiel. Genau, das sind auch eine der wenigen Adidas, die ich noch habe und gerne trage. Was denn wirklich? Sehr selten. Ja, sehr, sehr selten. Ja. Das ist mir ein guter Nagy. NMD-Hype-korszakból talán a legértékesebb NMD-kollab volt, ami valaha megjelent egy ilyen tie-dye mintában, a Nice Kicks Head Sneaker hírportállal együttműködésben. Aztán heute noch extrem selten, speziell, dass der ganze NMD-Hype schon ein bisschen vorbei ist, nicht mehr so viele Releases kommen. Absolut. Und ich glaube tatsächlich, es kommen noch viele Releases, aber das kriegen wir nicht mehr so mit, weil das nicht mehr in unserem Kosmos stattfindet. Ich glaube, bei dem ist es tatsächlich so, das ist noch einer der teuersten. So, ich habe letztens gesehen, dass die Größe in dem ungefähr gleichen Zustand für 400-500 Euro weggegangen ist, aber der stand auch schon mal bei 1000. Okay, also das ist echt krass, ne? Also man merkt auch, die Verteilung von Adidas und Nike ist halt schon, Nike hat halt viel mehr aufgeholt über die letzten zwei, drei Jahre. Obwohl es schon vor 2-3 Jahren war, genau in dem Jahr ungefähr, wo Adidas ausnahmsweise gewonnen hat. Ja, genau. Ja, das war das Jahr, wo Adidas alles das ganze Game zerstört hat. Genau, und wenn wir schon bei Adidas sind, können wir die Yeezys natürlich dann auch nicht auslassen. Also. Ja, das ist tatsächlich auch, den habe ich schon echt lange, also wie man auch sieht, Sohle auch schon gut runtergerockt. Das ist auch tatsächlich mein liebster Yeezy, ne? Also den habe ich damals noch online im Raffle gewonnen, das war super einfach. Okay. Und ich hatte die ganzen anderen V1er auch gehabt, aber ich habe die halt alle nicht getragen und das ist tatsächlich der einzige, den ich noch trage. Ja, wie du siehst, hier noch den Zebra, diesen Neon, die mag ich auch hier, das ist eine geile Silhouette. Okay, die neuen, die 380er. Genau. Und ganz großer Fan bin ich auch, wenn man gerade beim Thema Yeezy bin, von dem hier, den mag ich halt auch, das ist eine extrem verrückte Silhouette. Ja. Das ist der V3 Acer Air, heißt der, glaube ich. Ja, also Yeezys sind halt sehr gut für den Alltag tatsächlich, auch wenn die jetzt nicht wie Alltagsschuhe aussehen, aber die sind halt ultra bequem. Hier unten auch noch diesen Quantum. Ist hier die neue Basketball-Silhouette, also geplante Basketball-Silhouette. Genau, das ist aber die Lifestyle-Variante. Es gibt zwei Varianten von dem Schuh. Da gibt es einmal den Lifestyle-Schuh, das ist der, und da gibt es einer, der ist noch an den Knöcheln so ein bisschen gepolstert, damit du dann halt auch Basketball spielen kannst. És ugye ennek a kosárad volt az első kosárcipő, amit Kanye West tervezni akart tulajdonképpen, és ugye ahogy mondta Willi, ez a lifestyle verzió, de a kosár verziónál az volt az izgalmas, hogy még mielőtt megjelent volna, és Kanye nagyban felhypolta, hogy most elveszi az NBA-t, az NBA ki is tiltotta a cipőt, mert nem felelt meg a szabályzatnak, úgyhogy a profi kosárlabdaligában egyelőre Yeezyt nem láthatunk. Talán PJ Tuckeren. Was natürlich auch immer zeigen muss, ist hier, ne? Das ist ganz klar. Ah, okay, Klassiker. Das ist, ja, das ist einer meiner absoluten Lieblingsschuhe. Auch nach wie vor noch Tom Sachs Marcia 2.0.
nicht der 1.0. Den 1.0er würde ich auch gerne noch haben, aber... Was hältst du von dem Martial Overshoe, das dann dazu auch noch rauskam? Also du hast einen sehr, sehr verrückten Style, aber vielleicht geht dir das auch schon ein bisschen zu weit im Alltag. Ja, also ich hatte den gehabt und ich habe den tatsächlich in der Nike Sneakers App auch gewonnen. Ne? Und habe den bei mir stehen gehabt und dachte mir die ganze Zeit so, was machst du damit? Und ich bin einfach nicht, also ich konnte ihn einfach nicht tragen. So, es war mir einfach zu viel. Also selbst für jemanden wie mich war das zu viel halt. Ne? Also ich habe ihn dann verkauft, der war ja auch im Retail schon teuer, der hat glaube ich 500 Euro gekostet oder so. Oder 350, ich weiß es gar nicht genau, auf jeden Fall recht teuer. Und ja, den habe ich dann aber einfach verkauft. Okay. Und damals hatte ich noch nicht so aktiv YouTube gemacht wie jetzt und eigentlich wäre es halt geil gewesen, den Schuh einfach abzuschneiden und dann diesen Schuh hier rauszuholen. Ja. So, ne? Weil du kannst ja auch was Geiles draus machen. So, ne? Ja. Welchen ich auch richtig cool finde, noch ganz kurz. Das ist tatsächlich das Regal von meiner Freundin. Also das ist alles meins und das ist meine Freundin. Aber den finde ich auch richtig geil. Den muss ich mir auch irgendwann. Das ist ja auch ein Frauenschuh eigentlich, tatsächlich. Der Shox, Comme des Garçons. Und da hast du ja hier diese Ketten noch, warte mal. Du hast ja auch nicht so, es war auch nicht so lange her, dass du in einem Interview mit Noise D darüber geredet hast, wie Genderless Mode jetzt übernimmt. Das ist auch ein gutes Beispiel, oder? Ja, voll. Also da hast halt, das ist halt, wenn du jetzt nicht wüsstest, dass es ein Frauenschuh ist, dann würdest du ja auch nicht annehmen, dass es ein Frauenschuh ist. Ne? Und es gibt grundsätzlich die Shocks sind ja auch sowieso eher... immer schon so ein bisschen mehr Männerschuhe gewesen. Genau. Ja, so Proletenschuhe. Genau. Dieses Wort habe ich gesucht. Genau. Aber jetzt auch wie bei dem Jordan 4, der rauskam. Das ist ja eigentlich auch ein Women's Release, aber ich finde es halt auch schwierig, das einfach immer so in Gender einzugliedern. Das ist genau wie das Thema mit Taschen. Ne? Ja. Ich habe ganz oft zur Zeit Leute, die mir schreiben, sag mal, ist das nicht eine Frauentasche, die du da trägst? Und ich so, ja, und warum? Ist das jetzt schlimm so? Ne? Und dann kommt halt die Diskussion und manche Leute verstehen das halt. Ne? Die sagen, ja klar, ist doch scheißegal, ob das jetzt eine Frauenhandtasche ist oder nicht. Die kann jeder tragen, wie er will. Ja. Und dann gibt es aber wirklich so Leute, die sagen, ja, du bist ein Mann, du kannst das nicht tragen und so. Und das ist halt völliger Blödsinn. Es ist halt schade, dass das halt in dieser Szene halt immer noch ein Thema ist, weißt du? Und auch bei Schmuck und allem möglichen Kram soll da jeder tragen, auf was er Bock hat. So, ne? Also stimmt, voll, stimmt. Ne? Und wie schaut das aus hier in Leipzig? Also man stellt sich das grundsätzlich als eine eher konservative Stadt vor. Wie sehr hat sich das jetzt in den Lauf der letzten Jahren, wo wirklich die ganze Sneaker-Szene und Modeszene wirklich den größten Boom gehabt hat bisher? Ist das jetzt auch so eine Sneakerhead-Stadt? Sind viele Jugendliche, die sich dafür interessieren? Mhm. Wie akzeptiert ist dieser Stil hier? Gute Frage. Ich glaube, so ganz so weit, wie du jetzt annimmst, dass wir sind wir hier noch nicht. Also es ist, glaube ich, schon besser geworden, aber du merkst trotzdem noch, dass diese Stadt, wie du schon sagst, was das betrifft, sehr konservativ ist. Die Leute laufen hier sehr einfach Ton in Ton rum, schwarz, weiß, grau, ja, nicht zu viel Farbe zeigen. Und wenn du dann jemanden wie mich hast, der so tätowiert ist, so ein bisschen Schmuck trägt, irgendwie ein buntes T-Shirt, dann gucken die Leute halt schon. Ja. Gerade wenn du durch die Innenstadt läufst. Ne? Und was auch ganz, ganz schlimm ist, wenn du halt Marke trägst, gerade so teure Marken wie Louis Vuitton oder Dior oder Gucci oder irgend so ein Quatsch, dann wirst du halt schon hier, glaube ich, in eine Schublade gesteckt noch. Okay. Weil das ist, es ist nicht so wie in Berlin, wenn du über den Kudamm läufst und jeder akzeptiert dich, weil du halt einer von denen bist. Hier ist es halt so, du bist halt echt noch ein schräger Vogel, sage ich jetzt mal so. Ne? Okay. Und ich glaube, grundsätzlich gibt es hier auch schon eine Szene, so für Sneaker und sowas, aber ich glaube, die ist noch nicht so groß. Ja. Leider. Also ist definitiv schon ein bisschen so ein Game-Changing-Ding für dich hier. Ja, voll. Also das Ganze, also ich habe mir halt auch auf die Fahne geschrieben, als ich hierher gezogen bin. Also ich bin ja vorher von Berlin hierher gekommen und habe mir auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich halt diese Stadt irgendwie ein bisschen inspirieren will, so, ne? Auch vor allem für junge Menschen, die dann sagen, okay, der läuft auch so rum, jetzt traue ich mich das auch und trage ein bisschen Farbe und versuche ein bisschen so Outfit und dies und das. Und ich hoffe halt, dass ich da einigen Leuten halt helfen kann so und das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Ja, ist auch interessant zu hören, dass einer, der sich so mit der Mode der neuen Generation so auseinandersetzt, aus Berlin, aus dem Kultstadt dafür, nach Leipzig zieht. Das ist auch ein interessanter Move, würde man sagen. Ja, voll. Also bei mir lag das halt daran, dass meine Freundin hier studiert hat und ich habe zum damaligen Zeitpunkt habe ich halt die Schnauze voll von Berlin gehabt, einfach, weil es ist halt schon auch eine schöne Stadt natürlich, aber auch eine sehr oberflächliche Stadt. Und da geht es halt wirklich um fast nur, weißt du, eigentlich auf der einen Seite wünscht man sich, dass die Leute dem Style Beachtung schenken, aber da geht es halt ganz oft nur um,
oberflächliche Dinge wie, wie siehst du aus, was hast du an, was trägst du für Marken, hast du, bist du wichtig, hast du gute Kontakte oder nicht. Und das war halt so eine Welt, in der ich mich nicht so wohl gefühlt habe, auch wenn ich mich natürlich beruflich da drin bewege. Aber grundsätzlich ist es halt einfach so, dass ich irgendwie einen Restart wollte und deswegen hat sich das angeboten meiner Freundin und ich bin dann hierher gekommen und das war alles so. Ja. Super. Okay, also lass noch mal ein bisschen zurück zu deinen Schuhen kommen, weil ich meine, du hast hier extrem vieles. Ja. Vielleicht ein bisschen Jordan 1er, da haben wir uns noch nicht so viel damit auseinandergesetzt, obwohl du hier ein paar wirklich krasse Paare drin hast. Ja, voll. Vielleicht also, die Fragments. Ja, genau. Also Fragments sollte man natürlich immer nennen als erstes so. Ne? Bei Jordan 1 ist wahrscheinlich der Kultschuh Nummer 1, den alle Leute gut finden und glaube ich jeder will. Hier auch noch mit dem ikonischen Blitz. Ja. So kennt man ja. Ja. Ich glaube qualitativ einer der Top 3 Jordans, die es jemals gab. So würde ich jetzt mal steif und fest behaupten. Kommen ja jetzt auch neue Schuhe raus. Kommt jetzt ein 3er Jordan raus. Ja. Habe ich schon vorbestellt. Echt? Ja, das kommt sehr bald. Es wird wieder ein Early Pair sein. Ja, also Jordan, was auch ein geiles Ding ist, ist dieser Soulfly hier, das war von der Art Basel, den sieht man auch nicht so oft und der ist auch recht teuer. Geiler Colorway mit dem Orange oder mit diesem Infrared, mit dem Grün, mit dem Dunklen, auch richtig schön und das siehst du auch die Verarbeitung, kannst du auch gerne mal, ich weiß nicht. Cool. Vielleicht den Fragment nochmal ganz kurz. Ja, natürlich. Ja. Hier, bitteschön. Tehát ugye, stelt szok lányok, ugye a Fragmentnél az az érdekes, hogy most egy laikus, hogyha ezt megnézi, vagy közepesen laikus, talán még egy Royal vagy egy Game Royale Jordannel össze is tévezhetné, hiszen azt a több ezer eurós értékét, ami ennek van, tulajdonképpen ez a picike ikon kis itt hátul adja meg, hiszen ez egy nagyon-nagyon exkluzív együttműködés a Japan Fragment márkával, ami hát egy streetwear világban egy kultikus márka, és természetesen az anyaghasználat is elképesztően exkluzív rajta, de persze maga ez az ikon teszi aztán azzá, ami, és hát erről pedig sokat nem kell mondanom, hiszen ez egy ritka olyan egyes Jordan, aminek az értéke ránézésre is észrevehető. Ich am meisten trage, das ist der Shuttered Backboard 1.0, eigentlich auch der beste, finde ich, weil ich finde, ich meine, es gab ja noch diesen hier, der kam zuletzt raus, der ist schon ein bisschen schwierig, auch von der Form her, leider nicht ganz so schön. Ja, ja. Und dann haben wir hier noch den, das ist noch der 2.0. Also die ganze genau. Reihe hast du, genau. Aber das sieht man ja schon auch auf den ersten Blick. Der Shattered Backboard Story, az annyiból először, hogy Michael Jordan az egyik zsákolásánál összetörte a kosárpalánkot, ami akkor ugye annó még üvegből volt, nem pedig műanyagból, és angol fordítás persze az törött kosárpalánk. Ansonsten halt, ja, Travis, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so viel drüber reden, da gibt es ja schon oft genug drüber geredet. Ja. Ah, vielleicht die 270er Travis, die finde ich zum Beispiel sehr, sehr interessant. Ja, es ist tatsächlich auch so ein Schuh, du hast halt 270er React ist ein Schuh, den keine Sau interessiert in dieser Szene, ne? Aber wenn Travis Scott einen macht, dann springen halt alle drauf an. Man muss aber auch sagen, dass der Schuh, also der Colorway und die Verarbeitung und die Materialien richtig nice sind, deswegen verstehe ich auch den Hype darum. Und es ist wirklich ein geiler Everyday-Schuh. Der ist halt super bequem, weißt du, nicht so wie ein Jordan, wenn der, der ist ja manchmal, weißt du, High-Top und so, ist ja immer schwierig. Genau. Der ist halt leicht hier, den kannst du auch nochmal hochheben. Und, echt leicht, ja. Und den kannst du halt eigentlich jeden Tag tragen. So. Das ist glaubst du, wird Nike damit Erfolg haben, werden sie es als Everyday-Schuh und General Release durchsetzen können, die 270er? Ja, also ich glaube, die 270er sind schon sehr angesagt, aber halt in einem ganz anderen Publikum, als wir uns bewegen. Also meine Freundin arbeitet zum Beispiel bei Snipes im Einzelhandel halt als Verkäuferin und die sagt, die verkaufen den 270er halt mit am meisten so. Ne? Aber das sind ja dann Kids, die halt wahrscheinlich sagen, okay, ich finde so Turnschuhe geil, aber will jetzt nicht 1000 Euro dafür ausgeben, deswegen gehe ich halt zu Snipes und kaufe mir da so einen einfachen, was ich auch gut finde und wichtig für die Szene. Genau. Und dazu gab es ja, halt mal kurz, dazu gab es ja was ganz interessant noch. Ah. Diesen, genau, da gab es ja dieses komplette Uniform-Ding, da ist dieser Hoodie dazu hier. Der gehört tatsächlich zu dem Schuh, also der kam da parallel dazu raus. Jetzt suche ich noch die Hose, die habe ich nämlich auch noch, genau. Und dann noch diese Hose hier sozusagen. Mhm. Und das kam alles als Package raus sozusagen. Wow. Ja, sehr also auffällig und sehr viele Taschen. Ne? Und dann nochmal diese Camo Pocket hier, ist ganz cool gemacht. Hier unten hat man dann das Cactus Jack. Ist doch super Material. Ja, voll, es ist sehr heavy halt, ne? Ja, ja, ja.
Ugye azt lehet látni, hogy a Nike erre egy nagyon nagy hangsúly fektetett erre a 270-es megjelenésre, hiszen mindenképp egyre inkább ezt a sziluettet is, mint újításba akarják egy jobban hozni ebbe a világba, és láthatjátok, hogy nagyon kevés olyan Travis pack volt, aminek ekkora csomagja lett volna a ruhák hozzá, stb. Stb. Oké, ez a zurück, Ja, genau. Ansonsten ganz viele Dunks mittlerweile, wie ich schon vorhin gesagt habe. Ne? Ich habe halt hier so Basic-Schuhe, das ist halt geil, einfach so. Die kannst du halt zu allem fast anziehen und das ist halt super entspannt. Was ich auch sehr cool finde, das würde ich an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen, ist dieser Torschen, dieser Scallop-Torschen, das von Soulbox. Und der kam jetzt, kennst du den? Hast du den auch? Nee, habe den jetzt tatsächlich nicht, aber den Release kenne ich und ziehe jetzt den ersten Mal zu in der Hand. Also unfassbar geiler Schuh, also wirklich, das ist für mich eigentlich auch mit seit Jahren der beste Adidas Release, den es gab, außerhalb vom Yeezy Kosmos. Ja. Geiler Alltagsschuh, du siehst, der Shape ist brutal, also richtig geiles Ding, super leicht und die Farben drauf. Ich bin der Meinung, das ist der beste Soulbox Release, Collabo-Schuh seit Jahren ist auch so. Ne? Und ich trage den wirklich fast jeden Tag. Und gutes Modell auch. Ich habe ja hier nochmal diesen anderen. Ich glaube, das ist North Project. Das ist das gleiche Modell sozusagen. Und ich finde die einfach geil. Also so ein einfacher Basic-Schuh so. Kannst du eigentlich auch jeden Tag anziehen. Die Ben & Jerry's Styles waren jetzt auch sehr, sehr die interessant. Einfach rausziehen. Okay, ja. So. Ich fand bei denen tatsächlich am coolsten dieses ganze Innenfutter hier. Ja, ja, voll. Dem Tie-Dye-Muster. Ugye ez a legendás megjelenés, a Ben & Jerry's jégkrém márka összeállt a Nike-val, kihoztak egy dunkot, és tulajdonképpen tehén ször mintából és tie-dye színekből az év leghypoltabb megjelenését hozták össze, pedig azért ez nem egy hétköznapilag emészhető cipő. Reseller, több ezer eurós, und ich glaube, das ist auch ein richtig gutes Thema. Was hältst du von diesen ganzen Non-Fashion-Releases und den ganzen Non-Fashion-Marken, die jetzt in dieses Kosmos eintreten und auch schon langsam übernehmen? Ja, also grundsätzlich, wenn das Konzept stimmt, ne, dann ist es geil. Bestes Beispiel ist der Ben & Jerry's hier, weil mein Ben & Jerry's ist eine Marke, die findet irgendwie jeder cool, weil das Eis schmeckt und es gibt geile Sorten und so. Und genau so stelle ich mir halt Non-Fashion-Label vor, was halt irgendwie seinen eigenen Schuh macht. So, ne? Es gibt ja auch so, gab ja DHL-Schuhe, Deutsche Bank und was weiß ich nicht alle. Und das war ja immer alles so Larifari-Zeug. Aber das ist halt wirklich gut durchdacht. Du hast halt von A bis Z, verstehst du, was die damit sagen wollen. Du hast die komplette CI, du hast diesen schmelzenden Swoosh, du hast die CI, die Schrift von Ben & Jerry's als Nike. Du hast die Kuh, was ja auch essentiell ist, und das sind halt alles so mit Materialien, das ist halt geil so, ne? Und da verstehe ich auch, dass es so einen Hype drum gibt. Und von mir aus können die coolsten Brands der Welt jetzt alle Schuhe machen, so, ich hätte da voll Bock. Also ich finde es mega cool, dass auch Brands, die nichts mit Fashion zu tun haben, solche Projekte machen, aber dann müssen die halt echt gut umgesetzt sein und dann müssen auch die richtigen Leute in den Firmen sitzen, die halt wissen, von was sie da machen, so, ne? Definitiv. Ja, genau. Also von daher immer gerne, mit neuen Inspirationen. Und wenn wir schon so farbenfroh unterwegs sind, wenn wir auch rüber zu deinen Hoodies und deinen Klamotten schauen, ist das auch wie ein Regenbogen. Ja, genau. Also du ziehst dich sehr, sehr farbenfroh an. Du hältst dich nicht zurück auf dein Instagram und ich glaube, das macht dich auch so besonders und so speziell. Also zeig mal, was jetzt deine Lieblingskleidungsstücke sind. Ja, also ich habe doch dank Corona viel Zeit gehabt, erstmal kurz dazu zu sagen, dass ich halt auch so ein bisschen Sachen ausmiste. Ne? Ich hatte halt super viel Stuff, den ich auch nicht mehr getragen habe. Und habe jetzt hier zum Beispiel die Teile hängen, die ich wirklich noch gerne trage. Und einer meiner Lieblingshoodies ist halt das Peach Bogo. Das ist halt wahrscheinlich auch eins der wertvollsten mit, so von den Hoodies. Den trage ich halt sehr, sehr gerne, weil ich die Farbe einfach sehr mag. Und der Schnitt auch noch geiler ist als der von den neueren. Ansonsten trage ich auch sehr gerne. Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Das ist mein Lieblingshemd zum Beispiel hier. Das ist damals noch aus der Palace und Ralph Lauren Kollektion. Genau. Das ist halt super geil. Geiler Schnitt und auch geile Farben. Richtig schön mit dem Logo noch. Echt schön. Ja. Ezt most itt hozzá kell tennem. Peleszlár, Ralph Lauren kollabról, mert itt németre keverem a szavakat. Sokat meséltem be nektek, tudjátok rólam, hogy ez talán divatvilágban a kedvenc együttműködésem volt valaha, hiszen a Ralph Lauren nekem gyerekkori márkám, macis sapkáim voltak, imádtam, a Pelesz pedig
fiatal felnőttkori merkem, és 16 évesen, és megmondom, hogy először van a kezemben egyetlen egy bármilyen darab ebből az együttműködésből, de ez szuperül néz ki. Szóval ez neon logó, még ebben ez szuper. Ja. Die Kollektion war auch super, also da kam echt cooles Zeug raus. Ja, dann mag ich auch den Hoodie sehr, den sieht man ja auch öfters bei mir. Aha. Das ist einfach Chinatown Marke. Und das ist halt so eine Brand, die gar nicht so den krassen Hype hat, ne? Aber trotzdem einfach unfassbar qualitativ geile Sachen macht. Und du siehst ja auch schon, der Schnitt von dem Hoodie ist mega, die Farbkombo ist mega geil. Ja. Und ich bin halt auch Fan von so Brands, die jetzt, also mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt bei mir, dass ich halt gerne auch solche Brands trage, die halt ein bisschen unter dem Radar noch sind und noch nicht, weißt du, nicht so wie Supreme oder sonst irgendwas. Und bei Chinatown Market ist auch sehr, sehr interessant, dass sie langzeitig ihre Brand darauf aufgebaut haben, dass sie ein bisschen, wenn auch nicht faken, aber schon so ja, Muster, genau. So Bootleg. Lustig, bootleg-mäßig umbauen, ihre eigene Marke ein bisschen einbauen. Wie findest du diesen Hype grundsätzlich? Weil auch es gibt dazu viel Positives und viel Negatives. Auch Virgil Abloh wird oft dafür kritisiert, dass er auch ein oder das andere Mal bei diversen Schuhen, Modekollektionen von anderen Marken, wenn auch nicht klaut, aber ein bisschen umbaut. Ja, ich habe dazu, das ist ganz witzig, dass du das sagst, ich habe jetzt mit meinem Kollegen, mit dem ich YouTube zusammen mache jetzt, haben wir ein Video gemacht, so ein Inspiration versus Fake-Video. Okay. Und da haben wir uns halt eben auch vier Beispiele rausgesucht und haben halt darüber diskutiert, ist das jetzt Inspiration oder ist es Fake? Mhm. Und ich glaube halt, in der heutigen Zeit ist es, also wenn man sich geschickt anstellt und wenn man das gebührend nochmal auf seine eigene Art und Weise neu interpretiert oder abändert, so, dann ist es für mich okay, wenn man halt Sachen aufnimmt, die es schon mal gab, gerade so bei so einer Brand wie Chinatown, die halt ganz oft irgendwie so Sachen machen, die es schon mal gab und wie du es halt sagst, eher so ein bisschen lustig darstellen, ein bisschen abwandeln. Ich finde es okay, so, weil man macht es ja dann offensichtlich und die Leute wissen ja natürlich auch, wo es herkommt, da geht es ja nicht darum, das zu verstecken, aber es gibt ja wirklich auch Brands, die eins zu eins Sachen kopieren und dann so tun, als ob es, also einfach den Namen ändern und so, ne? Und das ist natürlich ein No-Go. Aber grundsätzlich bin ich da relativ locker und sage mir so, wenn sich jemand von jemand anderem, auch wenn es ein Virgil Abloh ist oder ein Jerry Lorenzo oder was weiß ich, wie sie alle heißen, so, dann sollen sie doch machen, so ganz ehrlich. Ich meine, irgendwann hast du alles schon mal gesehen in irgendeiner Form. Und dann ist es, glaube ich, auch schwer, einfach was komplett Neues zu erschaffen, was es noch nicht gab. So. Auch so das T-Shirt, was ich anhabe. Ich meine, das ist aus der neuen Louis Vuitton-Kollektion. Das ist ein T-Shirt, wo Wolken drauf sind und ein Louis Vuitton-Logo aus Wolken. Also ich kann mir vorstellen, so ein Wolken-Logo gab es schon 800 Millionen Mal. Weißt du, was ich meine? Genau, so, ne? Also das ist halt immer so die Sache. Und dann haben sie das halt in ihrem Stil nochmal neu interpretiert und dann ist es für mich auch okay. Srácok, lányok, hogyha Willi véleményét márkákról hallgatjátok, akkor mindenképp figyeljetek oda és hallgassatok oda nagyon, hiszen ő nem csak egy Instagrammer és divat szakértő, hanem kommunikációs szakember is, van egy saját ügynöksége, tehát amit ő mond, az szinte törvény. Okay, schauen wir weiter. Das ist mir da oben gleich aufgefallen. Also, das ist auch, wenn wir jetzt schon bei Louis Vuitton und Virgil Abloh sind. Diese Tasche ist Kult, kann man sagen. Gib ich dir mal, kannst du gerne mal deinen Fans vorstellen, weil da ist nämlich auch noch was drin, das kannst du nachher mal rausholen. Okay. Das ist mein absoluter Holy Grail da drin, deswegen. Echt? Okay, warte, das schauen wir gleich an. Auch der einzige Schuh, der in der Box ist. Alle anderen stehen im Regal. Puh, okay. Hát srácok, most már akkor én is kezdek izgulni. Ez itt egy Louis Vuitton táska, egy ilyen teljes fényvisszaverős, színváltós verzióban. Nem kell sokat tippelni, hogy rájöjjetek, hogy ez Virgil Abloh keze munkája, az ő kreatív igazgatósága alatt jött létre. Okay, dann lass ich dich das auch gleich rausholen. Ich nehme dir die Taschen ab, du darfst den gerne mal. Das ist auch mein Holy Grail. Also ist das, srácok, das übergebe ich dir. Nein, mach du, alles gut. Du darfst, du hast die Erlaubnis. Dankeschön. Tehát ez itt a What the Dunk, amit sok videómmal láthatatok a sneakernesseken. És volt sok sneakernes videómnál olyan komment, hogy különböző cipőknél ki volt írva, hogy don't touch it, ne érjetek hozzá, én megfogtam, engedélyt kértem, odaadták, stb. Ez volt az egyetlen cipő, amit soha nem mertem megfogni, mert ez egy olyan szinten kultikus, hogy ezt le se lehet írni. Wahnsinn. Also, ist schwer dazu was zu sagen, de ist alles so Reagan, Pigeon, alles mögliche, was bei Dunks wirklich Kult ist und war. Und ist auch interessant, also das What the Konzept stellt sich ja daraus zusammen, dass sie die Kult-Colorways auf einen Schuh zusammenstellen. Richtig. Und jetzt, wo der ganze Dunk-Hype so groß wurde, könnte man ja schon jetzt fast einen zweiten What the Dunk machen. Eigentlich also einen neuen schon, What the Dunk machen, weil es ist,
es hat sich seit dem Release noch ganz, ganz vieles drastisch verändert. Ja, also das, was man hier sieht, das sind ja alles Schuhe, die schon, also gut, der Pigeon kam nochmal raus, vor ein paar Jahren kam ja noch mit der Schwarze raus, dann hast du hier den Raygun. Ja, und du hast ja schon gesagt, ne, What the Dunk, das What the Konzept ist mega nice. Es gibt natürlich What the Nike Schuhe, die nicht so schön aussehen. Jetzt gibt es ja so ein Mockup von einem 5er Jordan, der angeblich als nächstes rauskommen soll, als What the Release. Und ich meine, das Ding ist halt so, ne, Year of the Dunk, so deswegen ist klar, dass da alle Leute drauf abfahren. Und dann kam, glaube ich, noch dazu, dass Kylie Jenner den mal irgendwann auf ein Foto getragen hat. Okay. Und deswegen ist der, glaube ich, auch im Preis nochmal hochgeschossen. Und ich habe den jetzt, ich habe den für einen recht guten Kurs bekommen, aber ist auf jeden Fall mit Abstand der Schuh. Würdest du sagen, dass das hier der wertvollste von all den Schuhen ist? Ja. Also vom Marktwert auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ich den jetzt, das ist eine US 11, glaube ich, wenn ich den jetzt verkaufen würde, würde ich da, denke ich mal, schon, wenn ich einen richtigen Käufer finde, so 6.000, 7.000 Euro kriegen. Genau. Aber ich behalte den, weil das ist halt, der ist auch in einem Zustand, siehst du ja, neu, ungetragen. Perfekt. Ist auch sehr schwer, sowas noch zu finden. Ja, ja, genau. Und, weil ich weiß, aus welchem Jahr stammt der Release? 2003. So etwas, oder? Glaube ich, ja. Ich glaube 2003. Das ist definitiv etwas alt, so alt wie ich dann. Nee, nicht 2003, aber ich glaube 2007 war es Ja. Sokan nem is gondolnák, hogy ugye itt semmit nem cseréltünk össze, nem rontottunk el semmit, ez egy pár cipő, ez a kettő összetartozik. Ja. Legende. Oh. Danach ist auch schwer noch was zu sagen, also dort mal Worte zu finden. Hoodies oder? Ja, das sind so Sweater. Aha, halt, ne? Sweater, okay. Also okay. Louis Vuitton Monogramm-Sweater. Ich sehe auch noch 032C, ist auch eine deutsche Marke, das wirklich erwähnenswert ist. Also ein langes, eins meiner Lieblingspieces, Aaliyah Longsleeve, das war damals auch. Aha. Kennst du die noch? Das ist diese R&B-Sängerin, großer Fan gewesen damals und dieses Longsleeve wollte ich unbedingt haben. Das waren auch noch Zeiten, das habe ich bestimmt schon 6, 7, 8 Jahre, das Shirt. Trage ich auch nur sehr selten, aber es ist halt wirklich nice. So. Also ich finde es cool. Ja. Genau. Ansonsten. Wie siehst du die Modeszene in Deutschland aus einer Designersicht? Also 032C ist vielleicht einer der erfolgreichsten Marken in diesem neue Generation Modewelt. Wie siehst du, was sind so die up-and-coming Brands? Was sind jetzt die erfolgreichsten? In Deutschland jetzt. Also ich grundsätzlich glaube ich, ist gerade eine Phase, wo es ziemlich viele junge Brands gibt, die halt so ein bisschen upcoming sind. Ne? Mhm. Die Frage stellt sich halt immer dann dazu, ist es die Brand, die den Hype erzeugt oder ist es die Person dahinter? Mhm. Da muss man da immer nochmal einen ganz klaren Cut machen. So, ne? Bestes Beispiel, ich hatte ja auch zuletzt ein Video rausgebracht, Justin und Peso Clothing. Peso Clothing, coole Marke, machen coole Sachen. Mega, mega cool. Ist auch wirklich interessant, dass... ich mache zwar YouTube in Ungarn, aber ich werde trotzdem sehr, sehr oft in den Kommentaren gefragt zu Peso und zu Meinung dazu. Genau. Also das hat jetzt auch schon ein bisschen den internationalen Sprung geschafft. Genau. Aber da ist halt das Ding, Justin hat ganz klar mit seinem Namen diese Marke auch groß gemacht. Ja. So muss man einfach so ehrlich sagen. Ne? Und die Frage ist, würde das so gut funktionieren, wenn es nicht Justin wäre? Ist aber auch egal, weil es funktioniert gut. Dann, also Peso, glaube ich, mega coole Sachen. Dann bin ich großer Fan von, kann ich dir auch noch zeigen, Lowlight Studios, das ist auch eine recht kleine Brand noch aus, ich glaube, Düsseldorf/Berlin. Die machen auch coolen Stuff, auch großer Fan davon. Auch sehr affordable, also auch noch bezahlbar halt, ne, für die Qualität. Also es gibt viele Brands, es gibt noch eine Brand, die heißt Root Tattoo. Die machen auch richtig coolen Stuff. Da habe ich jetzt gerade hier die neue Bestellung, die ist jetzt nicht hier. Aber also es gibt echt viele, viele Brands, also sagen wir mal jetzt so Root Tattoo, Lowlight Studios. Wenn man es noch dazu zählen will, Peso, dann gibt es noch einen Kumpel von mir, der heißt Victor Braun, der hat seine eigene Marke. Klar. Victor Braun Studios, kennst du auch. Genau. Weißt du, du merkst ja schon so, ne? Ja. Und dann gibt es ja wirklich auch No Faith Studios, finde ich ziemlich nice. Das ist so ein Dude, der heißt Louis, Louis Doppelgarten. Der macht ja immer so One-on-One-Pieces und da merkst du ja wirklich, die Leute haben Bock, sind kreativ und ich glaube, da kommt in den nächsten Jahren noch einiges mehr. Ja, genau. Und dann gibt es halt natürlich auch noch so... Hosen habe ich natürlich auch einige, das ist halt auch so, die sieht man ja auch öfters bei mir auf Instagram. Ja. Das ist halt meine Supreme Louis Vuitton Hose, auf die ich relativ stolz bin, weil ich die damals in Paris im Laden direkt für Retail gekauft habe. Und das ist so verrückt, ich habe letztens mal aus Spaß geguckt, weil ich trage die natürlich sehr selten so, die ist auch recht groß und ich passe da glaube ich gar nicht mehr so richtig rein. Aber das ist richtig lustig, weil die Hose kostet auf StockX auch so 2.500 Euro mittlerweile. Und die war Retail glaube ich 600 oder 700. Aber ich mag halt dieses Jeans mit dem Monogramm drauf. Ich weiß nicht, ob du das nochmal den Follower... Ja, definitiv. Csak, hogy ez a Supreme Louis Vuitton kollab, erről
nem kell sokat mesélni, hiszen aki már csak a két márkát ismeri, az gondolhatja, hogy ennek milyen értéke lehet, hogyha ezek összeállnak. Ez volt talán az első nagy lépés afelé, hogy a streetwear és a high fashion világ tulajdonképpen összekeveredjen és összeálljon, és hát egy szerintem nagyon kultikus hatású együttműködésről beszélünk itt. Ja, legst einfach mal rein. Da? Ja, legst einfach drauf. Okay. Und die mag ich auch besonders. Das ist wahrscheinlich was dir wahrscheinlich auch gefällt. Die könntest du wahrscheinlich zum Skifahren jetzt nicht, aber zum Snowboarden halt. Ne? Ja. Das ist ja gefühlt eine Snowboardhose irgendwie. Auch ganz cool mit diesen abnehmbaren Taschen hier. Wie sehr kann man das im Alltag tragen? Also hier schwierig. Ganz schwierig. Ganz schwierig so, ne? Ja. Also in Berlin geht es, glaube ich, oder in München oder so kannst du das schon machen, aber hier. Also ich mache es natürlich, wenn ich Bock drauf habe, aber da muss ich schon einen guten Tag haben und. Weil ich bin so ein Mensch, ich merke, sobald mich Leute beobachten, werde ich halt nicht unsicher, aber mich nervt das halt. So, ja, weißt du, wie ich meine? Ja, ich denke mir dann immer so, warum guckt ihr mich jetzt so an, nur weil ich halt irgendwie ein bisschen auffälligere Sachen anhab. Mhm. Und aber wegen deiner Instagram-Präsenz bekommst du ja auch tonnenweise Sachen zugeschickt. Ja. Neue Marken, Upcoming-Marken. Ich habe auch vorher dein Büro gesehen, da sind ja auch die Kartons wirklich stehen aufeinander, sind Türme draus gebaut fast. Wie schwer ist das Ganze dann auch so wirklich zu kombinieren? Also wie ist bei dir so die Verlangung, okay, du hast was bekommen, musst du schon irgendwie präsentieren und das trotzdem mit deinem alten Zeug zusammenmischen? Ist auch eine gute Frage tatsächlich, aber bei mir ist es immer so, ich ziehe ganz klar eine Linie vorher. Das heißt, wenn Brands mich anschreiben und mir was zuschicken wollen, sage ich denen, schickt es mir gerne zu, wenn ihr Bock habt. Ich kann euch aber nicht versprechen, was zu machen. Ja. Aber wenn es mir wirklich taugt und wenn ich es gut einbauen kann in meinen Fit, so, dann kommt auch mal ein Foto mit Verlinkung und sowas. Also natürlich gibt es natürlich auch Brands, die mich bezahlen, dann ist es natürlich was anderes. Da muss man ja, so ehrlich kann man ja sein. Aber wenn jetzt Leute, gerade junge Sachen so, ne, und ich... Keine Ahnung, mir schreibt einer, und ich habe meine ganze Kohle investiert und ich habe jetzt alles auf die Karte Brand gesetzt. Ich meine, klar, das ist irgendwie für mich auch, ich kriege dann auch so ein schlechtes Gewissen und sage mir so, hey, ist cool, aber ich weiß jetzt nicht, ich fühle es halt nicht zu 100%. Dann sage ich auch mal so, dann schick's lieber jemand anderes, der es mehr fühlt als mir. Und wenn sie es mir dann trotzdem schicken, dann mache ich natürlich trotzdem auch mal eine Story oder so und verlinke die drauf. So, ne? Und ich finde, sowas sollte man halt fördern, wie ich es halt vorhin gesagt habe, ne? Weil es wirklich unter den ganzen, es gibt viele Brands, die halt sinnlos sind, muss man ja auch ehrlich sagen, die dann halt wirklich, wo du merkst, da geht es nur darum, ich will jetzt eine Brand machen. Aber es gibt halt auch viele Brands, die halt wirklich, wo da wirklich eine Idee dahinter steckt und Kreativität und sowas sollte man halt schon fördern. Ja. Wie sehr planst du deine nächsten Outfits? Also kannst du uns ein Sneak Peek geben, was als nächstes geplant ist für dein Instagram? Ja, also mein nächstes Outfit, das wird ziemlich basic tatsächlich. Okay. Ich lege mir das nämlich hier immer schon zurecht, weil ich sonst vergesse. Sprich, das ist eine ganz einfache, kurze Carhartt-Hose. Dazu, das ist dann das Special Piece hier dran, aus der Dior Sean Stussy Kollektion, das Logo-Shirt. Das habe ich mir jetzt geholt, das finde ich ziemlich nice. Mhm. Genau. Und dazu, nicht zu vergessen, Socken, schwarz. Und die hat die, finde ich auch in meinem Schrank, die Fear of God Vans, genau. Sozusagen. Das heißt, man sieht, die hast du auch dann ganz viel schon getragen. Genau, also, die trage ich sehr gerne. Das ist auch ein sehr guter Sommerschuh. Kostet aber auch immer noch an die 1000 Euro, ne, das Ding. Das ist Wahnsinn. Bei StockX zumindest. Das ist echt krass. Verrückt. Genau. Ja. Also auch ganz cool ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch zu erinnern ist, kam gestern rein, das ist von dieser Space Hippie Kollektion. T-Shirt. Ja. Wenn du mal auch fasst, das ist halt so recycelt, komplett aus so recycelten Materialien. Das sieht man da auch dann wirklich. Genau. Also. Finde ich auch ganz nice, dass sie das jetzt so machen. Ist zwar natürlich auch ein guter Marketing-Move, aber... Also bei Nike ist es wirklich interessant, dass sie ihre Nachhaltigkeitslinie immer mehr so hinter den Kulissen gehalten haben. Ja. Also sie haben schon ein bisschen kommuniziert, dass sie nachhaltig sind und sie waren auch die nachhaltigste Modemarke, also viel nachhaltiger als Adidas. Aber trotzdem kam das bei Adidas immer viel mehr in den Vordergrund mit Parley-Kollektionen. Und jetzt hat Nike auch schon geschalten. Also die Space Hippie-Kollektion hat jetzt eigentlich auch einen ganz großen Modehype bekommen. Ja, absolut. Also ich meine, klar, das ist halt immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie die Sachen aussehen. Ne? Aber ich glaube, die zwei Drops, die jetzt kamen, die sind ja auch schon wirklich abverkauft, also ausverkauft gewesen. Ja. Resale gibt es da jetzt nicht so drauf, finde ich aber nicht schlimm, weil ich finde es erstmal wichtig, dass überhaupt jetzt angefangen wird, auch im Mainstream zu kommunizieren, dass man halt auch aus recycelten Materialien halt Sachen produzieren kann oder wie dieses Shirt und so, weißt du? Geile Sache so. Ich meine, besser spät als nie. Das stimmt. Also. Puh, ich glaube, wir haben jetzt in dieser guten halben Stunde so viel wie möglich von deinen Schuhen und von deinen Kleidungsstücken gezeigt. Ja. Also vielen, vielen Dank, dass du... Immer gerne. Mich und uns hier
empfangen hast. Immer gerne. Es war super interessant. Also wirklich, vielen Dank dir. Danke fürs Kommen. Ich meine, das muss man auch nochmal an der Stelle sagen. 5 Stunden Fahrt, nur für dieses Interview hier. Also, großen Respekt. Ich schätze auch, lányok, nektek is köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, iratkozzatok fel, és lájkjátok, hogyha tetszett, írjátok meg kommentbe, hogy kinek lehetnétek még szívesen a szekrényét, bár azt hozzá kell tennem, hogy szerintem ennél durvábbat már nagyon nehezen találunk. De hogyha valaki mégis úgy érzi, hogy az övé komolyabb, akkor a kihívással írjatok. Trunk Tomi WT voltam. Danke dir nochmal, Willi. Immer gerne. Bis dann. Sziasztok. Ciao.